Kunst mache ich eigentlich, oder in dem Sinne mache ich es eigentlich schon immer. Also wenn ich mich erinnere, ich erinnere mich gerade an eine schöne Zeile aus meinem ersten Zeugnis, wo drin stand, meine Lehrerin hat nicht viel Positives über mich gesagt, aber seine Fähigkeiten im Fach Kunst sind bemerkenswert, hat sie in der ersten Klasse über mich geschrieben. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass ich eigentlich mit Malen und Theaterspielen schon ziemlich früh angefangen habe. Bilder, diese Reihe Ebbe und Flut, das sind jetzt abstrakte Bilder, die aus Improvisationen entstehen. Also da schließe ich mich in meinem Atelier ein für einen Tag, für mehrere Stunden und habe mein Material bereit und dann mache ich die Musik an und lasse mich überraschen, was passiert. Also da habe ich vorher die nackte Leinwand und weiß überhaupt nicht, was mich erwarten wird. Und im Gegensatz jetzt zu figürlichen Sachen, also ich habe auch viel Aquarell früher gemacht oder auch in Öl figürlich gemalt, wo man natürlich ein Bild aufbaut, Schichten anlegt, Hintergründe macht, wo sich mit den Trocknungsphasen das über Tage und Wochen hinzieht, ist es hier die abstrakten Sachen, die entstehen aus der Improvisation spontan und sind am Abend da oder auch nicht. Sehr neugierig und sehr gespannt und immer überrascht, was die Leute zu den Sachen sagen. Ich hoffe immer auf ehrliche Meinungen. Also ich bin natürlich jetzt wie alle Künstler ein bisschen eitel, dass ich sage, ich freue mich über positives Feedback, aber ich möchte natürlich auch wissen, wo sind die Ecken und merkt man, wo ich die Schwierigkeiten hatte, wo stimmt es für mich nicht, stimmt es für andere. War ein schöner Zufall über das Kaufhaus-Kollektiv, auch ein freies Kollektiv von Münchner Designern. Darüber habe ich die Content-Küche kennengelernt und als ich hier war und meine Bilder dem Rainer Behrendt gezeigt habe, war der gleich ganz fasziniert und sagte, super, passt zu uns, wollen wir haben, lass uns Termine machen. Und das innerhalb von 10 Minuten war ich sehr überrascht und ja, 2 oder 3 Monate später findet die Ausstellung statt. Ich hoffe, dass viele stehen bleiben, viele gucken und viele sich trauen, das Gespräch zu suchen. Und ich sauge auf wie ein Schwamm und möchte Meinungen und Stimmungen sammeln.